Was hält eigentlich eine Gesellschaft zusammen? Früher hat man gesagt, die Medien, das Fernsehen oder noch früher vielleicht das Radio. Heute würde man vielleicht sagen, die sozialen Medien oder das Internet. Was aber passiert, wenn diese, wir sprechen hier von Einzelmedien, sich in Auflösung befinden, wenn wir ständig parallel, vernetzt, ubiquitär, verteilt kommunizieren, wenn alle Objekte, die uns umgeben, bereits vernetzt und smart sind? Was kennzeichnet eigentlich die Vernetzung in einer Welt, die scheinbar vollständig vernetzt ist? Was ist das Spezifische des Digitalen? Deswegen untersuchen wir hier nicht die Digitalisierung, sondern das Digitale selbst. Das Besondere ist, dass wir hier interdisziplinär arbeiten, weil wir glauben, dass an den disziplinären Rändern sozusagen Innovation entsteht. Die größten Datenmengen entstehen nicht mehr, indem Nutzerinnen Medien aktiv benutzen, sondern indem Medien und Alltagsgegenstände konstant Daten im Hintergrund erfassen. Das zeigt sich im Bereich von Krankenhäusern, von Caring Communities, von Störungsmanagement. Und das verändert die medientechnischen Grundlagen. Bei den Projekten geht es um die Visualisierung von kooperationsrelevanten Daten im perioperativen Bereich. Das heißt, in dem Zusammenhang geht es darum, dass Informationen wichtig sind, zum Beispiel bei der Diagnose oder bei der Visite oder in bestimmten kooperativen Konstellationen, wenn unterschiedliche Personengruppen zusammenkommen oder wenn es darum geht, zum Beispiel zwischen Schichten Informationen zu transportieren. In dem Zusammenhang entwickeln wir neuartige Visualisierungskonzepte, die darauf aufbauen, dass viele Informationen direkten Bezug zu dem menschlichen Körper haben oder zu Bereichen des menschlichen Körpers, sodass wir von klassischen tabellenorientierten oder menüorientierten Informationspräsentationen hingehen zu einer Visualisierung, die stärker an der Tradition, an der visuellen Tradition der Medizin anknüpft und dadurch einen effizienteren Übergang und auch eine effizientere Erfassung von Informationen ermöglicht. Das Ziel ist, so einen interdisziplinären Nexus herauszufinden, wo wir eine Problemstellung haben, die nicht von jeder Disziplin einzeln bearbeitet werden kann. Ja, also komplexe Kooperationsprozesse im Krankenhaus visuell zu integrieren, kann weder die Soziologie noch die Informatik alleine. Aber wir wollen auch aus diesem interdisziplinären Nexus für jede Disziplin jeweils einen originären Beitrag leisten. Das heißt, es muss eine Promotion entstehen, die in der Informatik reüssieren kann, und es muss eine Promotion entstehen, die in der Soziologie reüssieren kann, ohne immer auf die jeweils andere Disziplin verweisen zu müssen. Wir sind vor Ort, wir beobachten teilnehmend, wir führen Interviews, wir machen Prototypen, Mockup-Studien, und da sind wir auf die enge Kooperation mit den Ärzten angewiesen, weil die ja später dieses System auch nutzen sollen. Und die Soziologie bildet in diesem Rahmen sowas wie eine Schnittstellenfunktion, weil sie eben versucht, die Ärzte genau zu untersuchen, das Wissen dann über verschiedene Transformationsschritte in das Computerprogramm zu bringen und dann natürlich auch wieder das Computerprogramm ins Krankenhaus und dann zu schauen, dass das auch alles gemeinsam funktioniert. Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir ganz klein anfangen bei den konkreten Praktiken des Umgangs mit Störungen, also uns die Routinen anschauen, die es ja durchaus im Störungsfall gibt. Die Störung ist nicht das große Chaos, das dann ausbricht, sondern wir alle erwarten mehr oder weniger auch, dass es zu Störungen kommt, sowohl als Fahrgast als auch als Verkehrsbetrieb. Und wir gucken uns ganz konkret an, welche Routinen es dort gibt, verbinden aber diese konkreten Beobachtungen im Kleinen vor Ort durchaus mit den großen Fragen, die sich dann auch stellen, nämlich wie ist ein Verkehrsbetrieb zum Beispiel der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft schuldig? Und das Verbindungsglied für uns ist dabei das, was wir technische Vermittlungen nennen, also die Frage, wie man von diesen konkreten Praktiken innerhalb der Verkehrsbetriebe zu den großen Phänomenen kommt, über verschiedene technische Medien, über digitale Dateninfrastrukturen. Unsere große Vision, die wir sozusagen mit dem Projekt verbinden, ist, dass wir den digitalen Wandel innerhalb solcher Organisationen beschreiben können, indem wir zum Beispiel zeigen können, dass mit solchen digitalen Dateninfrastrukturen sich ein grundlegender Wandel vollzieht.
Projekten, in diesem Projekt interessieren wir uns für die alltägliche Praxis in den Familien, also für die alltäglichen Medienpraktiken in den Familien. Wir wollen auch mit unserem Projekt einen anderen Weg gehen als den, den wir vielleicht in den öffentlichen Medien zurzeit häufiger hören. Also die Gefahrendiskurse, glaube ich, sind uns alle bekannt. Wir forschen seit 3 Jahren in den Familien und machen auch die Beobachtung, dass der mediale Diskurs eigentlich immer schärfer geführt wird. Wir gehen davon aus, die Smartphones sind da und sie werden auch nicht wieder weggehen. Wir interessieren uns dafür, was tatsächlich in den Familien passiert und wie die Kinder mit diesen Smartphones aufwachsen in dieser digitalisierten Welt und wie sie auch Teil dieser digitalisierten Welt sind und diese Welt auch mitgestalten. Das ist Thema und Ziel unseres Projektes. Wir gehen da mit ethnografischen Zugängen an diese Fragestellung. Das bedeutet, wir sind in den Familien drin, alltäglich. Wir haben inzwischen 17 Familien, in denen wir regelmäßig mit und ohne Kamera forschen, eben mit dem Programm der teilnehmenden Beobachtung. Und was wir jetzt hier auch sehen, ist ein Ergebnis unseres Projektes, nämlich das kameraethnografische Zugang auf die alltäglichen Medienpraktiken, die wir in den Familien vorfinden. Die Gruppe Ü50, das ist die größte und am meisten diverse gesellschaftliche Gruppe. Erstmal, wie kann man ein besseres Verständnis für Diversität erhalten? Wie kann man es wissenschaftlich gut fassen? Und wie kann man dann entsprechende ethnografische Ergebnisse, Analyseergebnisse in Technik transformieren, also in Anforderungen übersetzen? Wie kann man diesen Raum gestalten? Von der ethnografischen Erhebung und Analyse in die Technikgestaltung, in die Erhebung oder Formulierung von Anforderungen. Raum, wie gehe ich damit um? Und da ist auch das drin, was ich vorher gesagt habe, dass die interdisziplinären Perspektiven. Ja, wie kann ich in interdisziplinären Forschungsprojekten eine Lernumgebung aufbauen, dass wirklich Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen ein Interesse aneinander entwickeln können, sich aufeinander zubewegen können und wirklich voneinander lernen können, sozusagen. Well, the media of cooperation fits exactly the kinds of work that we're doing in my lab at MIT. We look a lot at co-creation, where we're really focusing on practices, on materialities of media, and especially trying to tease out media forms that don't generally get spoken about or even considered as media. So I really appreciate the research that's happening here in Siegen because it occupies a very distinct space in the media study terrain.